Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Erstmal ein herzliches Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und Friede auf euch alle, meine Geschwister, wo auch immer ihr seid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Weg in das Paradies erleichtern. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht eher von dieser Welt gehen lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin. Und natürlich begrüßen wir auch unsere nicht-muslimischen Mitmenschen, die uns auch immer wieder gerne zusehen. Möge Allah auch euch zum Guten leiten und euch den Islam in das Herz hereinbringen, auch dass ihr nur mit dem Islam lebt und stirbt. Allahumma amin. Wir haben, liebe Geschwister, seit einer geraumen Zeit natürlich eine wunderschöne Unterrichtsserie über das Thema, wie reinige ich meine Seele. Und ich habe es schon oft erwähnt und ich werde auch nicht müde, dieses zu erwähnen. Es bringt uns nichts, dass wir äußerlich gut aussehen, ja sogar nach der Sunna vielleicht. Aber innen drinne gibt es ein Herzstück, was verdorben ist. Denn das passt nicht zu einem Muslim. Ein Muslim ist anders als die anderen. Schlusspunkt aus, fertig. So einfach, so einfach. Denn Allah wird ja dich nicht als Muslim in das Paradies eingehen lassen, wenn du die Eigenschaften derjenigen hast, die er im Höllenfeuer bestraft. Wo ist der Unterschied? Warum hat Allah dir und mir, subhanahu wa ta'ala, die schlechten Eigenschaften im Koran genannt und auch die guten Eigenschaften, die ein Muslim besitzen sollte, ein Gläubiger besitzen sollte, genannt? Warum? Weil der Koran soll unser Spiegelbild sein. Wenn du reinguckst, guckst du in einen Spiegel. Alles, was du an Gutem findest im Koran, von den Eigenschaften der Gläubigen, so musst du das annehmen und versuchen, danach zu streben, auch wenn es dir schwer. Denn dieser Weg ist ein steiniger. Und es kann sein, dass wir manche Dinge leichter erfüllen können, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Aber es kann sein, dass manche Dinge wahrlich sehr schwer für unsere Herzen und für unsere Seelen sind. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht der Maßstab, bedeutet, wir leben ein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala. Was Allah liebt, das lieben wir. Und was Allah azza wa jalla hasst, das hassen wir. Und wehe uns, dass wir dieses lieben, was Allah azza wa jalla hasst. Daher gucken wir in einen Spiegel. In diesem Spiegel müssen wir einen Muslim sehen, der auch die Eigenschaften umsetzt, die Allah azza wa jalla für uns bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala. Als Allah azza wa jalla den Propheten Muhammad, subhanallah, wir haben gerade noch nicht mal richtig angefangen und ihr macht nicht die Salawat. Als Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auch du Abdullah, sprich die Salawat, als er sie erwähnt hat, sagte er, wa innaka la ala khuluqin azim. Und subhanallah, leider wird diese Ayah sehr, sehr falsch übersetzt. Man liest häufig in den Übersetzungen, und du bist wahrlich von großartigem Charakter. Falsch. Aber wörtlich könnte man das trotzdem falsch. Bedeutet, wie Muhammad Amin Shinqiti, rahimullah ta'ala, der Großgelehrte, sagte, diese Ayah bedeutet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von so großartiger Wesensart ist, dass die guten Eigenschaften ihn hinterher. Schaut mal, subhanallah, wie viel wir aufwenden müssen, manchmal nur um ein Lächeln gegenüber unseren Geschwistern haben, fällt uns manchmal sehr, sehr schwer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde niemals anders gesehen als Lächeln. Alayhi salatu wassalam. Wie viel Geduld müssen wir aufwenden, damit wir manchmal eine kleine Sache machen können? Die Geduld ist dem gesamten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterhergelaufen. Er hat die besten Eigenschaften gehabt. Und für uns ist natürlich jetzt auch hier genau diese Unterrichtsreihe insofern wichtig, dass wir versuchen, die besten Eigenschaften uns anzueignen. Auch wenn es uns schwer, und es wird uns schwer fallen,
und der eine oder der andere wird bluten, bis er eine Eigenschaft im Guten annehmen kann. Aber das wird von uns gefordert. Und Allah hat uns auch schlechte Eigenschaften beschrieben von den Heuchlern und von den Kuffar. Diesen Eigenschaften dürfen wir uns nicht mal nähern. Es gibt ja einen Grund, warum Allah Azza wa Jal diese Leute nicht liebt. Also hat er uns Eigenschaften von diesen Leuten berichtet, damit wir nicht dieselben Eigenschaften annehmen. Und daher liegt es an dir und mir, mein geliebter Bruder und meine edle Schwester, dass wir versuchen, wirklich tatsächlich diesen Weg einzuschlagen. Wir haben uns entschieden für das Paradies, also müssen wir auch den Weg dafür gehen. Es reicht nicht nur zu sagen, ich möchte in das Paradies und du lässt die Mühe auf diesem Weg. Nein. Und ich sage dir, und ich verspreche dir und ich schwöre dir sogar bei Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Kaaba, dieser Weg ist ein Weg, wo es sich lohnt, jede Prüfung auszuhalten und zu bestehen für den Preis des Paradieses. Möge Allah uns das Paradies geben. Heute, liebe Geschwister, reden wir, und das ist jetzt bereits der fünfte Satz, ihr seht, es geht ganz schnell voran. Derjenige, der das immer aufschiebt und sagt, ja, Abul Bara soll erst mal reden. Und wenn er zu Ende geredet hat, dann hole ich die Duros nach. Nein. Je mehr es werden, umso weniger Motivation hast du, diese Unterrichte nachzuholen. Also, bleib sofort bei uns dran. Bi'idhnillahi ta'ala, leg deine Riffelchips weg und deine mexikanische Soße und sei mit uns. Und guck uns zu und höre dir die Wörter an, die dein und mein Herz reinigen. Bi'idhnillahi ta'ala. Deswegen schiebt das nicht so lange auf, liebe Geschwister. Einmal in der Woche haben wir so einen Unterricht und ich denke, ihr schafft es einmal in der Woche, so einen Unterricht mit uns zu studieren, wenn ihr wahrhaftig seid. Möge Allah Azzawajal uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Heute reden wir über die beste Seele, die es gibt. Und das soll ein ganz besonderer Unterricht werden, um ehrlich zu sein. Warum? Weil wir reden jetzt über das Edelste, was es gibt. Schaut mal, als Allah Azzawajal den Propheten Muhammad gelobt hat, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, und du bist von hervorragender Charaktereigenschaft und die besten, wie wir schon erzählt haben, die besten Eigenschaften laufen dir hinterher. Das soll nichts anderes als ein Vorbild für uns sein. Okay? Das heißt, wir wollen versuchen, so zu sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht wie Abu Jahl. Abu Jahl, wal-iyadu billah, war der größte Gegner vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über 20 Jahre hat er ihn angefeindet und er hatte alles an üblen Eigenschaften, was man nur besitzen konnte. Shattana, shattana, bayna hadha ar-rajul wa hadha ar-rajul. Und was war ein Unterschied zwischen dem Propheten alaihi salatu wassalam und Abu Jahl? An-nafsul mutumainna. Ihr habt diesen Begriff bestimmt schon gehört. Wenn ihr euch erinnert, so habt ihr auch mit Sicherheit einmal Surat al-Fajr gelesen und wir hoffen nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ganz am Ende gibt es Ayat, die sprechen in dieser Surat al-Fajr, über diese beste Seele, die es gibt. Lasst uns erstmal hören, was ist das für eine Seele? So sagt Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala, an-nafsul mutumainna, die Seele, die ihre Ruhe gefunden hat. So würde man es vielleicht am besten übersetzen, weil es gibt für das Wort Mutumainna, soweit es mir bekannt ist, nicht wirklich ein Wort, was es ausdrückt. Und selbst dieses Wort, die Ruhe gefunden hat, müssen wir auch noch erklären. Er sagt, وَهِيَ الَّتِي تُحِبُّ الْخَيْرَ وَالْحَسَنَاتِ. Es ist die Seele, die das Gute liebt, die das Gute mag und auch die guten Taten. وَتُرِيدُ, und sie will es auch. وَتُبْغِدُ أَشْرَّ وَالسَّيِّئَاتِ. Und diese Seele, sie verabscheut das Schlechte und die Sünden. Sie verabscheut das Schlechte und die Sünden. Und sie hasst sie. Subhanallah. Eine Seele, die das Üble abstößt, hasst, nichts damit zu tun haben will. Ja. Und er sagt, und dieses, wenn die Seele so auch entsprechend erzogen wird, darauf baut sich ja unsere ganze Unterrichtsreihe auf, diese Seele, liebe Geschwister, wird das dann zur Gewohnheit haben. Das ist der typische Charakter von dieser Seele, dass diese Seele auch nach dem verfährt, was wir gerade erwähnt haben. Kannst du dir vorstellen, eine Seele zu erreichen, die, wenn du nur einer Sünde gegenübersteht, diese Seele zerfließt.
und bebt und tobt und ist wütend. Allah, er hasst bestimmte Dinge, subhanahu wa ta'ala. Und unsere Aufgabe ist es, dem zu folgen, was Allah hat. Denn der Prophet, alayhi salatu wa sallam, sagte in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad, der festeste Knoten im Iman, das heißt, der stärkste Iman, der stärkste Glaube, der vollständige Glaube ist, dass man für Allah liebt und für Allah hasst, subhanahu wa ta'ala. Und daher, lasst uns heute darüber reden, was sind die Eigenschaften dieser Seele. Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt die Seele am Ende von, du darfst antworten, richtig, Surat al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannah. Und sinngemäß heißt das, O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, kehre zurück zu deinem Herrn, wohlzufrieden und mit Allahs Wohlgefallen. Kehre zurück zu deinem Herrn, wohlzufrieden und mit Allahs subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen. Allah sagt, so schließ dich dem Kreis meiner Diener an, dem besten Diener, und tritt ein in mein Paradies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diese wunderschönen Ayat, liebe Geschwister, in Surat Al-Fajr, schaut, welche Karama, welche Ehrung Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas gegeben hat. Und die Überlieferung ist bei Al-Tabarani und wenn ich mich nicht irre, auch bei Al-Hakim Al-Musadra und sie ist gesichert. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So berichtet Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu wa arda, قال, مات ابن عباس بالطائف. Ibn Abbas radiallahu anhu ist verstorben in At-Taif. Und ihr wisst, Ibn Abbas war nicht irgendjemand. Er war eine Person, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr geliebt hat. Und Ibn Abbas, so hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Dua für ihn gemacht, dass er ein ganz besonderes Verständnis vom Koran bekommen sollte. Und Allah hat ihm das gegeben, worum der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn gebeten hat. Und er ist gestorben in At-Taif. At-Taif ist eine Stadt, die ist ca. 60 Kilometer entfernt von Makkah. So sagte Sa'id ibn Jubair, فَشَهِدْتُ جَنَازَتَهُ فَجَاءَ طَائِرٌ لَمْ يُرَى عَلَى خِلْقَتِ. Er sagte, als der Tag seiner Janaza war, so war ich dabei gewesen. Ich habe diese Janaza, diesen Totenzug begleitet. So kam ein Vogel, der noch nie zuvor seinesgleichen wie seine Art gesehen wurde. فَدَخَلَ فِي نَعْشِهِ لَمْ يُرَى خَارِجًا مِنْهُ. So ging er herein, da wo das Grab war, und kam dann nicht mehr heraus. Im Grab von wem? Von Ibn Abbas. فَلَمَّ دُفِنْ تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ. Als dann Ibn Abbas radiallahu anhu vollständig begraben wurde, dann hörten die Menschen, die an der Janaza beteiligt waren, so hörten sie Ayat, die gelesen wurden, die am Ende von Surat Al-Fajr stehen. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Azza wa Jal Subhanahu hat beim Tod, beim Begräbnis von Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, ein Geschöpf, der vielleicht nicht mal so groß ist, ein Vogel heranfliegen lassen. Und dieser hat diese Wörter gelesen. Und das war eine Karama für ihn, für wen? Für Ibn Abbas radiyallahu anhu. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal ehren kann, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Abbas, wie gesagt, war nicht irgendein Diener, sondern Allah Azza wa Jal, subhanahu und sein Gesandter haben ihn geliebt. Und daher hat er diese Ehrung bekommen zum Schluss. Als ob Allah uns sagen möchte, das ist einer, der hatte diese Seele gehabt. An-Nafsul Mutma'inna. Diese Seele, die ihre Ruhe gefunden hat. Schaut, was Sheikh al-Islam
Rahimullah ta'ala sagte, und Ibn al-Qayyim hat das übertragen von seinem Sheikh. Ibn al-Qayyim ist der Schüler von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und er sagte mir eines Tages, qala li Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala. So berichtet Ibn al-Qayyim, eines Tages sagte mir Sheikh al-Islam, ma yasna'u a'da'ibi ana jannati wa bustani fi sadri irruhtu fahiyya ma'i la tufariquni إن حبسي خلوة وقتل شهادة وإخراج من بلدي سياحة. Das ist jetzt erstmal der Vorspann, aber wir kommen gleich zu den wichtigen Wörtern. Und zwar sagte Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala, und wir wissen, sein Leben war, dass er nicht nur die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbrachte, ja, die Hälfte seines Lebens, und er war kein Krimineller, sondern weil er die Wahrheit gesprochen hat. Weil er niemals die Religion geändert hat. Und weil für ihn das Wichtigste war, die Religion zu verkünden. So hat er viele Feinde gehabt und Neider und Leute, die ihn am liebsten tot gesehen hätten. Auch von Ahlul Bid'ah, von den Leuten der Neuerung. Möge Allah uns vor solchen Leuten schützen. So sagte er, Sheikh al-Islam, was können Sie mir großartig antun? Schaut mal, die Freude, die Glückseligkeit im Herzen. Er sagte, mein Paradiesgarten trage ich in meiner Brust. Hier ist mein Paradiesgarten. Ganz gleich, wo ich hingehe, dieses Paradiesgarten verlässt mich nie. Ich habe es immer bei mir. Es ist in meinem Herzen und ich trage es bei mir. Das muss man verstehen, diese Wörter, liebe Geschwister. Yani, subhanallah, ganz gleich, was passiert bei dir im Leben, du trägst deinen Paradiesgarten mit dir. Und wenn du dieses Paradiesgarten mit dir trägst, wer soll dich dann traurig machen? Und subhanallah, wir kennen die Überlieferung bei Al-Hakim in Al-Mustadrak. So sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vater Yasir, der Vater von Ammar ibn Yasir. Er wurde gepeinigt und er wurde gefoltert. Und seine Frau wurde neben ihm getötet, Sumayya radiallahu anha. Und Ammar, auch sein Sohn, haben sie misshandelt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war in der Anfangszeit von Makkah, er konnte nicht viel anrichten. Er konnte ihn nicht unterstützen, ihn helfen. Also sagte er zu ihm, Sabran ala Yasir, inna maw'idakum al-Jannah. Geduld, o Familie von Yasir. Euer Treffpunkt ist im Paradies. Stell dir mal vor, du wirst gerade einer großen Prüfung unterzogen. Und du weißt nicht, wie standhaft du sein wirst. Und dann hörst du die Wörter, euer Treffpunkt ist das Paradies. Das heißt, zwischen euch und dem Paradies liegt nur der Tod. Wenn du weißt, dass nach diesem Tod das Paradies kommt, wie erträgst du dann den Tod? Wallahi, anders als jemand, der Ulayadu Billah ein schlechtes Leben gab. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn motiviert. Er sagte, ich trage mein Paradies im Herzen. Wo auch immer ich hingehe, es verlässt mich nicht. Mein Paradies ist immer in meinem Herzen. Inna habsi khalwa. Und wenn ich eingesperrt bin, im Gefängnis bin, so habe ich Zeit für mich. So bin ich alleine und habe Zeit für mich. Ich kann länger Dhikr machen. Ich kann die Verbeugung im Gebet länger machen. Den Sujud, die Niederwerfung im Gebet länger machen. Es ist für mich eine Sache, wo ich mehr Zeit habe, um Allah subhanahu wa ta'ala besser zu dienen. Wa qatli shahada, und wenn sie mich töten, dann ist das eine Sache, die meine Shahada bedeutet, ich bin dann Märtyrer. Wa ikhraji min baladi siyaha, und wenn sie mich herauswerfen aus meinem Land, so habe ich wie ein Tourist andere Länder gesehen. Subhanallah, überleg mal, mit so einer Einstellung, wie kann dein Leben sein außer schön? Wie kann dein Leben sein außer schön? Und das, natürlich, liebe Geschwister, ist eine Sache, wo wir verstehen müssen, dass es Leute gibt, die anders leben als wir. Ihre Körper sind vielleicht in dieser Welt, aber ihre Seelen sind ganz woanders. Ihre Seelen sind ganz woanders. Und daher sagte Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, inna fi dunya jannah. In der Dunya
In dieser Welt gibt es ein Paradiesgarten. Man lam yadkhulha lam yadkhula jannat al-akhirah. Wer dieses Paradies in der Dunya nicht betritt, so wird er auch nicht das Paradies in al-akhirah im Jenseits betreten. Was meinte Sheikh al-Islam? Er meinte damit, in der Dunya gibt es ein Paradies, das der Iman, der Glaube. Wer diesen Glauben nicht besitzt in der Dunya, so wird er auch nicht im Jenseits in das Paradies herein. Daher brauchst du und brauche ich diesen Glauben, damit wir auch solche Wörter sagen wie Sheikh al-Islam, Rahimullah ta'ala, mein Paradies ist immer im Herzen. Es verlässt mich nicht. Ganz gleich, wo ich hingehe, es bleibt immer bei mir. Das ist ein Leben in Zufriedenheit. Und hier ist wichtig, dass wir eins verstehen, liebe Geschwister, dass du als Muslim dich selbst nicht zum Sklaven machen darfst. Jetzt kommen die wichtigen Wörter von Sheikh al-Islam. Er sagte, Al-Mahbusu man habasa qalbahu an Rabbi. Der tatsächlich Eingesperrte ist derjenige, der sein Herz gegenüber seinem Herrn einsperrt. Du bist eingesperrt gegenüber deinem Herrn. Dein Herz, es lässt keine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu. Warum? Er sagte weiter, وَالْمَأْسُورُ مَنْ أَصَرَهُ هَوَى. Und der Gefangene ist tatsächlich derjenige, der von seinen Gelüsten gefangen genommen wurde. So siehst du die Menschen, viele Menschen, sie sind Sklaven ihrer eigenen Seele. Wie meinst du das? Weil sie von ihren Trieben, von ihren Gelüsten geleitet werden, so führen sie sich selbst in die Irre. Ihr Leben ist bei Allah, und ich schwöre es, ihr Leben ist ein erniedrigtes Leben. Warum? Er ist nicht frei. Schaut mal, was Sheikh al-Islam sagte. Al-Mahbusu man habasa qalbahu an Rabbi. Er ist nicht frei. Diese Person, der getrieben wird von seinen Gelüsten, der gezogen wird von seinen Gelüsten, er ist niemals frei. Er ist ein Eingesperrter. Einer, der im Gefängnis ist, ist eingesperrt und er hat nicht die Möglichkeit der Bewegung wie sonstiges. Der andere, er kann sich vielleicht frei bewegen, aber er ist trotzdem eingesperrt und er ist Sklave seiner eigenen Seele. Warum? Weil seine Gelüste treiben ihn. Er zügelt nicht seine Gelüste, also treiben sie ihn. Und sie treiben ihn dorthin, wo sie ihn hinhaben. Wenn seine Seele etwas verlangt, ist er der Erste, der dieses seiner Seele gibt. Und damit, liebe Geschwister, haben wir eine Art von Person, der nicht mehr richtig denken kann und nicht mehr richtig verstehen kann. Warum? Weil er wird kontrolliert. Schaut mal, eine Fernbedienung, wenn du die in die Hand nimmst, sie kann nichts tun, außer dass du sie bedienst. Richtig? Richtig. Diese Person, er kann nichts Richtiges tun, außer dass seine Gelüste irgendwo hinziehen, irgendwo hinbringen. Er ist absolut eingesperrt. Er ist absolut gefesselt. Und er kommt nicht frei. Warum? Weil er seine Sünden, seine Begierden, seine Gelüste nicht im Zaun hält. Und daher hat Allah subhanahu uns gesagt, siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Und diese Eier kannst du auf viele Sachen übertragen. Deswegen sagte Ibn Abbas radiallahu an, es wird ihm zugeschrieben und manche sagten, das sagten einige der Salaf, er sagte, Sharru ilahin ubida fil ard al-hawa. Das Übelste, was auf der Erde angebetet werden kann, ist das eigene Gelüst. Das ist was? Das ist das eigene Gelüst. Und hier musst du eins sehen, o Dina Allahs, du bist ein Gefangener deiner eigenen Gelüste. Und vor allen Dingen,
betest du letztendlich etwas an, was nicht Allah ist, sondern deine niedrigen Gelüste. Und genau das ist das Thema. Weil wir haben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Das Tier hat keinen Verstand, aber Gelüste, Triebe. Und es macht nur das, was die Instinkte von ihm wollen. Er führt nur das aus, was sein Gelüst ist, dieses Tier. Der Mensch hat einen Verstand von Allah Azzawajal bekommen, aber dieser handelt nicht nach dem Verstand, sondern er folgt seinen Begierden, wie das Tier die Begierden folgt. Nur das Schlimmere ist, dass er einen Verstand bekommen hat und deswegen eine schlimmere, üblere Stellung bei Allah Azzawajal bekommen hat als das Tier, weil das Tier kann ja letztendlich nichts dafür, dass es keinen Verstand bekommen hat. Das müssen wir verstehen. Lasst uns die Eigenschaften erkunden von dieser Seele, die ihre Ruhe gefunden hat. Die erste Eigenschaft, liebe Geschwister, das ist eine Seele, ein Mensch, der seine Seele an Allah verkauft. Subhanahu wa ta'ala. Wie Abu Bakr. Was heißt, ein Mensch hat seine Seele an Allah verkauft. Höre diese Überlieferung bei Imam Muslim und die hören wir gleich bei Ibn Lata'ala. Allah Azza wa Jal berichtet uns über einen gewissen Sahabi und bei Ibn Lata'ala ist die richtige Ansicht, dass das Suhaib al-Rumi war, radiyallahu anhu arda, ein Sahabi, der vom Rom kam. Allah Azza wa Jal hat eine Ayah über ihn offenbart: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie haben ihre Seele an Allah Azza wa Jal verkauft. Wer ist diese Person? Suhaib al-Rumi ist nach Mekka gekommen, liebe Geschwister, und hat Tijara gemacht und hat es zu etwas gemacht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist mit den Muslimen. Ihr wisst, die Auswanderung nach Medina. So wollte Suhaib al-Rumi ihnen folgen. Er wollte beim Gesandten alaihi salatu wassalam und bei den Gläubigen sein. Nur haben die Mekkaner ihn aufgehalten, bevor er auswandern konnte. Und sie sagten zu ihm: Du glaubst doch nicht wirklich, dass du nach Mekka in unsere Stadt kommst und du wirst hier reich und du gehst heraus aus unserer Stadt, ohne dass wir davon einen Nutzen ziehen können. Und so haben sie ihn unter Druck gesetzt, bis Suhaib al-Rumi, radiyallahu anhu anha, ihm gesagt hat, wo er sein ganzes Geld getan hat. Weil er wollte sich damit freikaufen, um der Auswanderung nachzukommen und den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu begleiten. Allahu Akbar. Was hat er dafür gegeben? Sein gesamtes Geld. Und als er angekommen ist in Medina, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Handel von Suhaib war erfolgreich. Der Handel von Suhaib war erfolgreich. Und so wurde er einer der Erfolgreichen. Radiyallahu anhu. Er hat seine Seele an Allah gekauft. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte uns in einer Überlieferung: Kullu nasi yaghdu fabai'un nafsa fa mu'tiquha au mubiquha. Jedermann, sagte er, alaihi salatu wassalam, geht in den Tag herein und verkauft sich selbst und bringt entweder seine Befreiung herbei oder sein Verlust. Jeden Tag gehen wir heraus und wir verkaufen unsere Seelen. Jetzt kommt es drauf an, für was. Hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Manche verkaufen sich selbst und bringen ihre Befreiung und andere ihr Verderben. Das heißt, die eine Gruppe, die uns interessiert, die Gläubigen verkaufen ihre Seelen für das Wohlgefallen Allahs und für die Gehorsamkeit ihm gegenüber. Er erlöst seine Seele
Er wird damit ein freier Mensch und ist nicht mehr ein Sklave seiner eigenen Gelüste. Wir haben doch gehört, der tatsächlich Eingesperrte, der Gefangene, ist der, den seine Gelüste gefangen halten. Und daher ist es wichtig zu verstehen, dass du als Muslim deine Seele an Allah verkaufst. Bedeutet, du lebst ein Leben für Allah. Was Allah dir geboten hat, das machst du. Und du rennst und bist schnell bei den Geboten Allahs. Und was Allah dir verboten hat, dessen enthältst du dich und entfernst dich so weit wie möglich. Und wenn du mal dennoch in Sünde fallen solltest, dann bewusst. Das ist ein Diener, der seine Seele an Allah verkauft. Sein Alltag ist gefüllt mit dem Leben zu Allah. Aber was heißt ein Leben für Allah? Heißt das, dass ich 24 Stunden in der Moschee sitzen muss und 24 Stunden Dua machen muss und 24 Stunden fasten muss? Überhaupt nicht. Oder hast du Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so etwas in dieser Art und Weise gemacht hat? Auf keinen Fall. Ein Leben für Allah bedeutet, dass du das machst, womit Allah azza wa jal zufrieden ist. Und das ist nicht nur beten, fasten, Koran lesen, spenden, Gutes tun. Das ist auch, dass du als Muslim gut zu den Menschen bist. Dazu kommen wir später. Und dass du als Muslim die Dinge, die Allah Azza wa Jalla dir erlaubt hat, nur im Erlaubten. Nur im Erlaubten machst. Und nicht im Haram. Du folgst dem, was Allah dir befohlen hat. Und wenn du etwas von den täglichen Dingen des Lebens machst, dann guckst du darauf, ob Allah damit zufrieden ist oder nicht. Wenn du das machst, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, hast du deine Seele an Allah Azza wa Jalla verkauft. Du weißt, wenn du Geld bekommst von Allah Azza wa Jalla, so gehört ein Teil vom Geld den Armen, den Bedürftigen, die Zakat. Und du versuchst zu spenden, was du spenden kannst. Und du bist verpflichtet für manche Leute, für die du aufkommen musst. Für deinen Vater, für deine Mutter, für deine Geschwister. Du bist verpflichtet. So kommst du nicht nur den Befehlen Allahs nach, sondern die Gnaden, die Allah Azzawajal dir gibt, so führst du sie nur im Guten aus. Und Allah wird dir mehr geben, subhanahu wa ta'ala. Du bist eine Person, der die Menschen dazu bringt, das Gute zu tun. Und sich vom Schlechten fernzuhalten. Du liebst das nicht nur für dich, sondern du möchtest auch, dass die Menschen einen richtigen Weg im Leben beschreiten, dass sie auch das Paradies betreten. Denn keiner von uns wünscht sich das Paradies für sich alleine. Keiner von uns will alleine im Paradies sein. Aber es gibt Leute, a'udhu billah, er will alleine im Paradies sein. Oder mit maximal 2, 3 Leuten. So etwas kennt ein Muslim nicht. Ein Muslim, liebe Geschwister, er möchte, dass viele Leute in das Paradies hereinkommen. Und daher ist er ihnen eine Stütze dabei, dass sie in das Paradies hereinkommen. Und er ist nützlich für die Menschen. Er ist jemand, der den Leuten Lasten abnimmt, Sorgen abnimmt, ihnen hilft, den richtigen Weg zu beschreiten. Und er ist nicht jemand, der Übles im Herzen trägt und den Menschen das Schlechte wünscht. Ein Muslim, der nicht ein Sklave seiner eigenen Gelüste ist. Subhanallah, wie viele Leute siehst du heute? Sie arbeiten, um mit dem Geld, was sie verdienen, und das ist Risk von Allah Azza wa Jalla, die Versorgung, so siehst du sie nur das Geld im Schlechten aus. Er gibt es in einer Spielhalle aus, er gibt es in der Shisha-Bar aus, er gibt es in Schwimmbädern aus, er gibt es in vielen verschiedenen Facetten aus. Als ob er die Gnade Allahs nicht zu schätzen weiß. Dieses geziemt sich nicht für einen Muslim, sondern ein Muslim, er versucht, das Gute mit den Gnaden zu machen, die Allah Azza wa Jal ihm gegeben hat und bekämpft Allah Azza wa Jal subhanahu nicht damit. Ja, du siehst sogar von vielen, ist nicht nur ihre Arbeit haram, manche haben Haram-Jobs, er arbeitet mit Alkohol, er arbeitet mit Drogen, er arbeitet in der Bank,
Er arbeitet Dinge, die Allah Azzawajal nicht liebt. Und noch schlimmer, er gibt dann das Geld, was er verdient hat, für üble Sachen aus. Sein Alltag ist nur mit Sünden gefüllt. Er erniedrigt sich, um eine Sünde zu machen. Anders als der Gläubige. Sein Leben gehört Allah Azza wa Jalla. Und dieser verkauft seine Seele für den Preis des Paradieses. Und bei Allah, er weiß, der Preis des Paradieses ist mehr als gerechtfertigt. Er verkauft nicht seine Seele für einen Verlust, wie dieser andere, der nur mit den Trieben und den Gelüsten verbunden ist. Nein, er verkauft seine Seele für was? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist die beste Tijara, der beste Handel mit Allah azza wa jalla. Das heißt, du sollst darauf achten, o Diener Allahs, dass du nicht von der Sünde, von deinen Gelüsten getrieben wirst. Überleg mal, es ist eigentlich schändlich und wahrlich verabscheuenswert, dass wir der Sünde so hinterherlaufen, unseren Gelüsten so hinterherlaufen. Das ist verabscheuenswert. Warum? Weil Allah hat uns, walhamdulillah, etwas gegeben, was er nicht jedem gegeben hat. Diesen Tauhid, dass wir wissen, Allah ist unser einziger Herr. Ja, Mulbara, was hat das damit zu tun? Allah ist ja auch mein Herr, aber ich liebe halt die Sünde und die Sünde liebt mich. Wir haben doch die Aussage von Ibn Abbas gehört, radiallahu anhu. Das Übelste, was man auf der Erde anbeten kann, ist das eigene Gewissen. Du brauchst keine Götze anzubeten. Schau mal, manche beten ihr Gelüst an. Er tut alles für das Gelüst und er lässt alles, was Allah von ihm will, für das Gelüst. Was ist das? Außer Anbetung. Warum sagt Allah, siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott? Manche denken, es gibt nur Götzen, es gibt nur Steine, es gibt nur dieses und jenes. Nein, es gibt eine Götze, die heißt Gelüst, Schauer. Oder in diesem Fall Allah. Und daher gibt es ein Höllenfeuer am Tage der Auferstehung, möge Allah uns und euch davor schützen. Dieses Höllenfeuer verschlingt Leute, die nur ihren Gelüsten nachgegangen sind. Das Wort ist Al-Hawya, worin wir das Wort Hawa wiederfinden, Gelüst. Der zweite Punkt ist, dass diese Seele eine Seele ist, die reich ist durch die Zufriedenheit Allahs. Diese Seele, liebe Geschwister, ist reich durch die Zufriedenheit Allahs. So heißt es in einer authentischen Überlieferung bei Bukhari und Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte zu ihm, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْغَرَدِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. Und in einer anderen Überlieferung, Al-Qalb. Er sagte zu ihm, die wahre Glückseligkeit, die wahre Zufriedenheit ist nicht, dass man viele Dinge besitzt, das heißt materielle Dinge besitzt, sondern vielmehr ist die wahre Zufriedenheit die innerliche Zufriedenheit. Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die kein Milliardär und kein Millionär mit Geld bezahlen kann. Diese Zufriedenheit. Es gibt eine Geschichte von Ibrahim ibn Adham, rahimullah ta'ala. Ibrahim ibn Adham war ein Königssohn. Und er lebte im Schloss mit dem König, seinem Vater. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Vater ihn alles erfüllt hat an Wünschen, was er sich nur so erträumt. Eines Tages ging Ibrahim ibn Adham, und er wurde später einer der wissendsten unter den Tabi'in, so ging er heraus und sah eine Person, der ihn ermahnt hat. Er sagte zu ihm, ja, hada intaqillah, o du, fürchte Allah, wann willst du endlich Allah azza wa jalla fürchten? So sagte Ibrahim ibn Adham, er hat mich im Herzen getroffen. Und später, genau dieser Ibrahim ibn Adham, rahimullah ta'ala, saß mit seinen Schülern, er ist ein großer Chef geworden, wie ich es euch gesagt habe, und er saß mit seinen Schülern, und weil sie arm waren, hatten sie nichts anderes,
als hartes, verkrustetes Brot. Sie haben es in Wasser eingetaucht, damit es einweicht und sie es herunterschlucken können. Und zu diesem Zeitpunkt, wo er so ein hartes Brot gegessen hat, sagte er, wenn die Könige dieser Welt wüssten, was wir an Glückseligkeit in unseren Herzen tragen, so würden sie mit ihren Schwertern uns bekämpfen, um uns diese Glückseligkeit zu nehmen. Eine Frage. Hat Ibrahim ibn Adham nicht als reicher Königssohn gelebt? Doch. Aber es hat ihn nicht zufrieden gemacht. Warum seht ihr eine hohe Selbstmordrate in Europa? Was fehlt den Leuten? Fehlt es ihnen an Essen? Bei Allah nein. Auch nicht an Trinken. Auch nicht an Wohnung und Gemütlichkeit und angenehmen Dingen des Lebens. Es fehlt ihnen an Glückseligkeit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer sich von meiner Religion entfernt, Koran und die Religion im Allgemeinen, so wird er ein enges Leben bekommen. Enges Leben bedeutet Unzufriedenheit, voller Sorge, voller Leid, als ob er von innen bestraft wird. Und du siehst manchmal diese Leute, du fragst ihn, was ist los mit dir, warum bist du so schlecht drauf? Er sagt dir gar nichts. Du sagst, ist irgendwas mit deiner Familie? Nein. Mit deinen Kindern? Nein. Mit deiner Frau? Nein. Ist dir irgendwas passiert? Nein. Warum bist du schlecht drauf? Ich weiß es nicht. Innere Unzufriedenheit, weil Allah ihm dieses im Herzen eingegeben hat. Subhanallah, unsere Geschwister in Gaza, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie befreien. Möge Allah azza wa jalla ihnen den Sieg über die terroristischen Zionisten geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden von ihnen, der gefallen ist, in das höchste Paradies eingelassen. Und möge Allah azza wa jalla einen jeden, der noch unter ihnen verweilt, dieses mit dem höchsten Paradies belohnen. Allahumma amin. Wenn du hörst, was für Herzen sie haben, wallahi, du schämst dich in Grund und Boden. Kein Essen, kein Trinken, kein Strom, nichts besitzen sie. Viele haben ihre gesamten Familien verloren. Und wenn sie gefragt werden, wie geht es weiter, so sagen sie, wir haben. Und lächeln da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Schaut mal uns, subhanallah, wenn uns eine Kleinigkeit im Leben fehlt, wie wir aufgebracht sind. Und wie wir uns dann komplett ändern. Haben wir so viel verloren wie diese Leute? Wisst ihr, wie viele Leute den Islam angenommen haben durch diese Beispiele in Palästina, in Palästina? Wallahi, sehr viele Leute haben den Islam. Wir haben auch sehr viele Konvertierungen, alhamdulillahi rabbil alamin. Weil sie gesehen haben, wie Menschen sein können, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen ist. Allah lässt diese Menschen nicht allein, auch wenn sie gerade hart geprüft werden. Und Allah weiß am besten, warum er sie prüft. Und eine Weisheit, die die Gelehrten nennen hinter einer Prüfung, liebe Geschwister, ist, dass du manchmal die Bitterkeit der Dunya spürst, um Sehnsucht nach dem Paradies zu haben. Weil wenn du in dieser Dunya alles hast, warum sollst du dich nach Al-Jannah sehnen? Warum sollst du dich nach Al-Jannah sehnen, wenn du in dieser Dunya schon alles hast? Aber diese Leute haben alles verloren und sie erhoffen sich Al-Jannah und dort ihre Familien wiederzutreffen. Möge Allah sie mit ihren Familien im Paradies zusammenführen. Allahumma amin. Er sagte, die wahre Zufriedenheit ist nicht, dass du viele Dinge besitzt, sondern die wahre Zufriedenheit ist die innere Zufriedenheit. Das heißt, es gibt Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, liebe Geschwister, die sehen nicht die Menschen, die schauen nur auf Allah subhanahu. Die Menschen interessieren sie relativ wenig. Er handelt für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er hilft, hilft er nur für Allah. Und er erwartet nichts von den Leuten. Er hilft nur für Allah azza wa jalla. Subhanallah, manchmal seht ihr Leute, die so viel spenden für arme Leute, für bedürftige Leute, jetzt auch für die Leute in Palästina und woanders, die ein schweres, hartes Leben haben.
Subhanallah, er will nicht mal, dass sein Name bekannt ist. Niemand soll über ihn Bescheid wissen. Es reicht ihm, dass Allah über seine Tat Bescheid weiß. Er sieht nur Allah. Er sieht nichts anderes. Das ist eine Person. Du kommst zu ihm und bietest ihm an, was du ihm auch anbieten möchtest. Er sagt dir, lass deine Sachen für dich. Alhamdulillah, ich bin zufrieden. Ich habe genug. Es wird erzählt, und wenn ich sage, es wird erzählt, manchmal ist die Authentizität schwer nachzuprüfen. Bei einem der Söhne von Ibn Umar radiallahu anhu. Dieser war einmal in Masjid al-Haram, in Mekka. Möge Allah uns diese Moschee niemals verwehren. Allahumma amin. Ein Gebet zählt hunderttausendfach in dieser Moschee. Allahu Akbar. So war er in dieser Moschee. Und dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Und er sagte zu ihm, und er war ja sein Opa, er sagte zu ihm, wünsche dir, was du dir auch immer wünschen möchtest. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu war Amir al-Mu'minin. Er war jemand, der ein hohes Amt bekleidet hat und ein gerechter Führer gewesen ist. Möge Allah uns wieder solche Führer geben. Allahumma amin. So sagte er zu seinem Enkel, wünsch dir was. Was begehrst du? Dann sagte sein Enkel, o Fürst der Gläubigen, von der Dunya oder von der Akhira? Von der Dunya oder von der Akhira? Dann sagte Umar radiallahu anhu, von der Dunya. Wir besitzen nicht die Akhira. Die Akhira gehört nur Allah. Dann sagte sein Enkel, Barakallahu fiik, die Dunya könnt ihr vor euch behalten. Ich sehne mich nach der Akhira und er ist gegangen. Leute, die von dieser Dunya nichts wollen. Die Dunya rennt ihnen hinterher. Sie selber sind an dieser Dunya nicht interessiert. Sie nehmen von der Dunya, was sie brauchen. Ohne das machst du überschreiten. Alhamdulillah, auch wenn er reich ist, du siehst ihn das nicht unbedingt. Subhanallah, ich hatte die Freude und die Ehre, einmal einen Menschen kennenzulernen. Er ist Multimilliardär. Und ist der Besitzer von 49 Kanälen. Ihr kennt Al-Majd und diese ganzen Kanäle, natürlich die Leute, die Arabisch können. Das sind alles seine Kanäle. Und eines Tages war Yawm al-Jum'ah, war der Freitag. Und ich habe eine Khutbah gemacht und ein Bruder, ein geliebter Bruder von mir, möge Allah ihn und seine Familie segnen, er war damit betraut, dass er die Kranken aus Saudi-Arabien herholt und dass sie hier behandelt werden. Er hat praktisch als Übersetzer fungiert. Und an diesem Freitag kam er mit diesem Mann hierher. Und ich habe meine Khutba gehalten. Und nachdem alles vorbei war, habe ich mit ihm gesessen. Und dann wurde er mir vorgestellt. Und subhanallah, diese Person, wie ich euch sage, liebe Geschwister, er war Multimilliardär. Hättet ihr ihn gesehen, hättet ihr keinen einzigen Unterschied zwischen mir und ihm gesehen, in der Kleidung. Ganz normal gekleidet. Er war ganz normal gekleidet. Und er ist übrigens auch Doktor in der Hadith-Wissenschaft. Ich wusste das nicht, sonst hätte ich Jahil meinen Platz von der Mimba genommen und hätte ihn an dem Tag die Khutbah machen lassen. Aber wie gesagt, ich wusste es nicht. Und wir haben uns sehr nett und so sehr gut unterhalten. Und subhanallah, wisst ihr, was alles herauskam? Dieser Mann ist in keiner Sitzung mit Leuten, außer dass er Schecks schreibt und sie verteilt. Für den Brunnenbau hier, für die Moschee dort, für das Waisenhaus hier, für die Schule dort, für das Krankenhaus. Er ist nur damit beschäftigt, Schecks zu schreiben und sie weiterzugeben. Seine Mutter macht den ganzen Tag Dua vor der Kaaba. Die leben in Mekka. Jetzt nicht mehr. Möge Allah so schnell ihnen ihre Situation erleichtern. Sie macht den ganzen Tag Dua für ihn. Mutter, was willst du mehr? Und hier siehst du bei dieser Person eine Sache. Je mehr Geld er ausgibt, umso mehr Geld kommt er.
Die Dunja läuft ihm hinterher. Die Dunja läuft ihm hinterher. Multimilliardär. Aber ein Multimilliardär, der Allah nicht vergessen hat, der ihm die Milliarden gegeben hat. Und daher, diese Zufriedenheit ist ein Reichtum, liebe Geschwister. Wallahi, das kennen nur die Leute, die auch dieses erleben durften. Die dieses spüren dürfen, dass du die Menschen nicht benötigst. Dass du die Menschen nicht siehst, sondern nur den Herrn der Menschen. Und dass man dich nicht mit einer billigen Kleinigkeit kaufen kann, wie viele Leute sich heutzutage kaufen lassen. Nein, er ist zufrieden im Herzen. Möchtest du was? Nimm irgendwas. Alhamdulillah. Ein zufriedenes Leben, eine Seele, die zufrieden ist. Und der letzte Punkt, auch eine Eigenschaft von einer Seele, die ihre Ruhe gefunden hat. Sie ist ein Freund der Menschen und behandelt die Menschen gut. Diese Seele ist ein Freund der Menschen und behandelt die Seele gut. Das heißt, sie ist nicht streitsüchtig, liebt den Streit. Sie ist nicht respektlos. Sie ist nicht hasserfüllt und nicht neidisch. Diese Eigenschaften liebt sie nicht. Und gebe den Menschen und erwarte nichts dafür. Das ist diese Seele. Hört diese Überlieferung, liebe Geschwister. Eines Tages, die Überlieferung ist von Anas bin Malik, radiyallahu anhu arda. Und sie ist verzeichnet in verschiedenen Büchern. Zum Beispiel auch bei Imam Ahmad, rahmatullah alayh, und zahlreiche Gelehrte haben sie als authentisch klassifiziert. Diese Geschichte ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Es kommt zu euch jetzt ein Mann herein, der gehört zu den Leuten des Paradieses. Und die Leute haben geschaut, natürlich hat man erwartet Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum ajma'in. Aber es war eine Person, der nicht bekannt war. Er hatte einen feuchten Bart gehabt und hat seine Sandalen in der linken Hand unter den Achseln. Abdullah ibn Amr ibn al-As, einer der Gefährten, er wollte wissen, wie kann dieser ein Paradiesbewohner sein, was tut er? Dann sagte er zu ihm, zu dem Paradiesbewohner, Abdullah ibn Amr, er sagte, ich hatte Streit mit meinem Vater und ich wollte dich gerne darum bitten, dass du mir Gastrecht gibst, dass ich bei dir wohne. Und ihr wisst, das ist islamisch, dass man auch jemanden das Gastrecht nicht verwehrt, liebe Geschwister. 3 Tage. So ist er mit ihm mitgegangen und Abdullah ibn Amr hat sich vorgenommen, dass er den Paradiesbewohner die gesamte Zeit beobachtet, ohne zu schlafen. Also lag er im Bett und hat in der Nacht gewartet. Er dachte, der wird jetzt aufstehen und den halben Koran in Qiyam al-Layl durchlesen. Aber der Mensch schlief. Bis zum Fajr, dann stand er auf, betete sein Fajr und ging wieder schlafen. Abdullah ibn Amr sagte, ich muss irgendwas verpasst haben. Was kann es sein, dass dieser Mann in das Paradies hereinkommt? So hat er ihn auch den nächsten Tag beobachtet und hat nichts anderes gesehen als den Tag zuvor. Und auch am dritten Tag. Und dann war er sehr enttäuscht. Dann sagte er, Abdullah ibn Amr Blas, er sagte, Qala fan saraftu anhu. Dann bin ich von ihm gegangen. Falamma walayt da'ani faqal. Als ich dann gegangen bin, hat er mich zurückgerufen und gesagt, ma huwa illa ma ra'ayt. Bei Allah ist es nichts außer das, was du gesehen hast. Ich habe keinen besonderen Tag. Ich bin kein besonderer Diener. Nur das, was du gesehen hast. Ghaira anni, außer, la ajidu fi nafsi ala ahadin min al-muslimina ghisha, wa la ahsuduhu ala ma a'ta'u Allahu iyyahu. Ala ma a'ta'u Allahu iyyahu ilayh. Faqala Abdullah, radiyallahu anhu, hadhihi allati balagat bika, hiya allati la nutik. Und zwar ging er, Abdullah ibn Amr, los und dachte, dass er nur seine Zeit verschwendet hat. Dann hat der Mann ihn zurückgerufen
und sagte, Wallahi, es ist nur das, was du siehst. Ich habe nichts Besonderes an Taten. Außer, ich finde in meiner Seele keinen Hass gegenüber irgendeinem Muslim. Er geht schlafen und nichts befindet sich an Hass in seinem Herzen gegenüber einem Muslim. Richtig. Weiter. Und ich beneide niemanden für etwas Gutes, das ihm Allah subhanahu gegeben hat. Dann sagte Abdullah zu diesem Paradiesbewohner, das ist es, wodurch du deine Stellung bekommen hast, dein Paradies bekommen hast. Und genau das ist es, was wir nicht schaffen. Ah. Stellt euch vor, so ein Herz zu besitzen, der keinen Hass in sich trägt, nicht hasserfüllt ist, nicht streitsüchtig ist, keinen Neid hat. Allahu Akbar. Was ist das für ein Herz? Hört, was Al-Shafi'i rahimullah ta'ala sagte. Er sagte, لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَوَاتِ. Als ich jeden vergeben habe, verziehen habe, so habe ich in meinem Herzen keinen Hass mehr verspürt. Ich befreite mich von den Sorgen der Feindschaft gegenüber anderen. Ich befreite mich, sagt er, Ash-Shafi'i, rahimullah ta'ala. Das ist etwas, was die Seelen schwer finden, richtig. Aber das ist auch etwas, was die Seelen beruhigt. Möge Allah azzawajal uns so eine Seele geben, an-Nafs al-Mutmainna. Und diese Seele ist die Seele der besten Paradiesbewohner. Möge Allah azzawajal uns zum Guten führen und nicht er unsere Seele nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين